Formation sein. Ich will auf den Weg nach Hause. Verstärkung! Verstärkung! Ich will auf den Weg nach Hause. Weggelaufen. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Wieso denn? Er ist auf dem Weg nach Hause. Können Sie mir bitte mein Handy wiedergeben? Warum entwenden Sie mir mein Handy? Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause. Können Sie mir bitte mein Handy wiedergeben? Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause. Das ist eine Unverschämtheit, sowas! Gehen Sie mir jetzt Ihren Personalausweis, Gebhardt? Nehmen Sie Ihr Handy weg. Warum? Dann schreibe ich mir Ihre Personalausweis. Erpressung! Und dann kriege ich jetzt Anzeige. Sei mal ruhig, will mal hören. Dann nehme ich das Handy mit. Ihr Kollege kann bezeugen, dass ich den Anweisungen befolgt bin, dass ich mich außerhalb der Bandmeile befolge. Wo ist der Name von dem Kollege? Ich will doch nach Hause gehen. Ich will doch einfach nur von dieser Demonstration weg. Ich will nur weggehen. Was seid ihr? Ich wollte mich gerade von dieser Demonstration entfernen. Sie sind mir gefolgt und haben mir gesagt, ich will doch nur nach Hause, ich will doch überhaupt nicht auf der Demonstration sein. Dienstnummer bitte, oder Namen. Sie sind verpflichtet, Ihre Dienstnummer, Ihren Namen herauszugeben. Herr Hauptkommissar, kommen Sie her, gibt es eine Anzeige. Hey, Chefin, Einsatzleiter. Er will das Handy wieder und er gibt die Personalien. Er hat kein Recht, das Handy einfach mitzunehmen. Der Mann war auf dem Heimweg. Hallo, hey, Hauptkommissar hier. Und das Handy zurück. Könnte ich mein Handy bitte wieder haben? Ah, wunderbar. Der benutzt mein Nehmer. Sie bekommen Ihre Handys raus. Hey, der Diebstahl! Jonathan, sein Handy. Da hat er mir mein Handy weggenommen und hat gesagt, ich krieg das nur wieder, wenn ich meinen Personalausweis. Und wo ich mich gerade, dann habe ich gefragt, warum denn? Ich hab den Anweisungen gefolgt, das können die Kollegen mir alle bezeugen. Ich habe den Anweisungen gefolgt, ich bin hinter die Bannmeile, wollte nach Hause gehen. Er kommt mir hinterher und will einfach meinen Personalausweis haben. Und ich weiß nicht wieso. Ich habe ihn gefragt, warum, dann hat er gesagt, er hat mir mein Handy weggenommen und hat gesagt, ich krieg das nur, wenn ich meinen Personalausweis bekomme.
Wer ist denn da hergelatscht? Ich bin nur extra mitgerannt, Mann. Ich der vom Deeskalationsteam. Weißt du, ich kann jetzt mein Mobiltelefon die ganze Zeit überall einen Ausweis. Mein Mobiltelefon. Jetzt fühlen Sie sich toll und filmen. Fühlen Sie sich jetzt toll oder was? Fotografieren Sie denn, dass wir wissen, wer Ihr Name? Ihre Namen und Dienstnummer bitte. Ihr Name und Ihre Dienstnummer. Entschuldigung, ich darf Bilder machen. Ich darf einfach Das war kein Bild. Das war ein Film. Bitte Ihr Name wieder. So schön. So schön ist der auch nicht. Ich hab Sie den Dienstnummer. Wer kann sein Name? Nein, wir brauchen seinen Namen. Seinen Namen. Der hat doch einen Namen. Mein Name ist Fiss. Nein, sein Name. Handy Dienst. Der hat sich auch. Ich werde mich jetzt bei Ihnen, können Sie mir erklären, warum, wenn ich mich von der Demonstration entfernt, wo die Kollegin hinterherläuft, wenn ich mich von der Demonstration entfernt und mich festhalten. Sagen Sie einfach, Sie haben vorhin eine Ordnungswidrigkeit begangen. Vorhin, ich bin Ihren Anweisungen gefolgt. Sie haben auch vorher schon eine Ordnungswidrigkeit begangen, die ich den Anwalt geschnürt habe. Sie können doch nicht den Einzelnen, da waren mehrere Leute. Ich habe Ihnen doch vorher schon gesagt, wo Sie Gitarre gespielt haben. Können Sie dafür mal die Freiwilligkeit gemacht? Ich bin Ihrer dritten Aufforderung nachgekommen. Aber der Steuer auch vorher nicht. Und jetzt sind Sie halt Ihre Personal. Vorher haben Sie uns nicht aufgefordert. Und damit ich habe Sie doch vorhin aufgefordert. Fragen Sie Ihre Kollegen hier. Fragen Sie ihn, ihn und ihn. Ich muss auch mit Ihnen diskutieren. Fragen Sie doch Ihre Kollegen. Sie hätten noch die Möglichkeit, sich beim Polizeipräsidium zu beschweren über die Maßnahme und dann bekommen Sie dann noch. Ja, aber das ist so, wie Sie arbeiten. Sie kommen einfach hin, nehmen mir mein Mobiltelefon ab und erpressen dadurch, dass Sie Ihnen meine Personalien geben, obwohl ich mich gerade von der Demonstration entfernen. Das ist so, wie Sie arbeiten. Sie haben eine Ordnungswidrigkeit. Ja, aber das hätten Sie den Anforderungen machen müssen. Sie haben eine Aufforderung nachgekommen. Wenn man keine Argumente hat, dann muss man halt weg. Dann kommt der halt her, weil wir haben keine Dienstnummer. Es gibt ein Nachspiel. Es war unnötig. Ich würde ihn ja auch gerne geben, aber das würde wirklich unnötig. Und sind Sie langsam so sicher, ich beleidige, lass mich von Ihnen nicht. In Uniform, dann lass mich von Ihnen nicht beleidigen. Warum haben Sie dann beleidigt Sie? Okay? Ja, verhalten Sie sich ganz ruhig. Ich rede mit Ihnen auch nochmal. Sind Sie auch ruhig jetzt, bitte? Und dann sind Sie vorsichtig, was ich sage. Sie können mir den Mund nicht verbieten. In diesem Sinne. Viele Menschen jubeln.